Endlich das Finale. Ich mal das letzte Motiv drauf. Und zwar das TikTok-Zeichen. Ich dachte mir, das wird ziemlich cool sein. Erstens, weil ich die letzten Tage hier auf TikTok mitgenommen habe, wie ich den Schuh bemalt habe. Und weil ich weiß, dass Lucy gerade ein TikTok-Monopoly macht. Ich habe es erst probiert, alleine zu zeichnen, aber dann habe ich es einfach abgepaust. Ich habe es dann auf den Schuh nachgezeichnet. Und ich dachte mir, ich nehme die Farben des Schuhs aufs TikTok-Zeichen. Am Anfang war ich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis, bis ich dann angefangen habe, die Farben drauf zu malen. Es sah dann echt nicht mehr so schön aus, weil das Zeichen ein bisschen zu dick war. Aber nichtsdestotrotz sieht es trotzdem cool aus. Ich habe es auch noch mal ein bisschen verbessert. Und weil das jetzt das letzte Motiv ist, habe ich den ganzen Schuh nochmal nachgefahren, damit die unsauberen Stellen verschwinden. Ich bin jetzt krass aufgeregt, weil Lucy bald kommt und ich habe nur noch wenig Zeit, eine Box zu erstellen. Ich will diese Box nämlich auch noch anmalen, damit die Schuhe schön verpackt sind. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe die Box haben soll.